Hallo und herzlich willkommen hier zu The Moment of Silence. Es geht weiter hier. So, wenn mich das Spiel jetzt gerade mal wieder lässt. Ne? So, jetzt geht's weiter. Ja, Leute, das letzte Mal haben wir nicht wirklich was erreicht. Wir wollen da hinten an das Audiokabel kommen oder Videokabel und der Cyber will dafür was haben. Der will ja für alles was haben, ne? Der lässt sich da alles vergolden. Und ja. Ich habe mir jetzt so schlau gemacht. Anscheinend haben wir noch was vergessen, im Antiquitätenlager im Antiquitätenladen zu kaufen. Dann wollen wir es mal tun. Also wieder raus hier. So. Ja, wir müssen da eigentlich jetzt schon eine ziemliche Taxirechnung zusammen haben, ne? Wenn wir da mit diesen Satztaxis da fahren müssen. Weiß ja nicht, was das kostet. Vielleicht kostet es auch nichts, aber man muss sich halt mit dem Messenger immer registrieren, dass er weiß, wer wann mit so einem Setcar gefahren ist, ja. Kann ja auch sein, ne? Dass das hier Burger-Service ist. Da braucht halt wirklich nur so einen Messenger, sonst kannst du nicht mit dem Ding fahren. So, ja, wir müssen im Antiquitätenladen noch irgendwie ein Hörspiel kaufen, habe ich jetzt gelesen. Ich meine, wir haben damals am Bücherregal rumgeguckt, haben aber da nichts gesehen oder so. Mal sehen, ob wir den Typ jetzt wieder anrufen müssen oder ob jetzt die Tür offen ist. Hallo? Zugriff? Fest verschlossen. Das ist doch bescheuert. Jetzt muss ich den wieder anrufen, den Typ erstmal. Das ist ein richtiger Paranoiker. So, wo ist mein komisches Gerät? Hier. So, ja. Stock, Stock, Stock. Huntington Antiques. Huntington Antiques? Ah, guten Tag, Mr. Huntington. Könnten Sie mir wohl öffnen? Gut, ich mache Ihnen auf. Das ist eigentlich sehr schlecht. Manche Leute würden ihn ja gar nicht anrufen wollen oder so. Außerdem das Schild. Ich muss ja. Ja, das können wir dann auch noch probieren, ob ich ihm sein Schild da zurückgeben kann, das wir da noch im Inventar haben, weil wir brauchen das ja eigentlich nicht, oder? Also nochmal gucken. Wo stehen die Hörspiele? Wenn, dann müssen sie ja irgendwo hier am Bücherregal sein. Bücher? Das Bücherregal. Aha, wir haben das angeguckt, aber das haben wir nicht gesehen gehabt. Hörspiel. The War of Worlds. Gut, dazu sagt er nichts. The Hidden Lights of Power. Was ist das für ein Buch da unten drunter? War of the Worlds von Orson Welles. Ah ja. Gekauft. Mr. Huntington, mich interessiert dieses Hörspiel. Ich habe leider kein Bargeld dabei, nur mein Messenger. Ich bringe Ihnen später Bargeld vorbei. Gut. Alles erstmal auf Pump kaufen. Der hat Vertrauen, dass der das zulässt, ne? Gut, dann gehen wir mal hier lang. So, warte mal. Kann ich dem das Schild wieder geben? Ich habe das nämlich das letzte Mal auch schon überlegt. Also da, wo wir das halt noch hatten. Nee, dem können wir kein Schild mehr geben. Schade. Können wir nochmal reden? Ich bin's noch. Nee, können wir nicht. Okay. Ich muss los. Ich komme gern. So, gut, alles klar. Dann gehen wir wieder raus. Ich hoffe, jetzt haben wir nichts mehr vergessen hier im Shop. Das ist nicht aufwendig, aber was es mit den Briefstaben vielleicht noch auf sich hat, das müssen wir auch mal noch schauen. Na gut, vielleicht haben wir das Schild an die Tür hängen können, aber ja gut. Oder es wird halt ewig bleiben und ja, was soll's. So. Da haben wir unsere Hörkassette. Krieg der Welten. Es ist ein altes Hörspiel über die Landung von Marsianern in New York. Soviel ich weiß, kam es aufgrund dieses Hörspiels zu einer Massenpanik, als es im Radio lief. Das Stück ist gemacht wie eine Reportage und Tausende von haben es wirklich geglaubt. Genau das richtige Mitbringsel für die Jungs aus dem Café. Na, bin ich mal gespannt, ob er das wirklich mag, ne? Da geht's hin. Meinst du, weit sieht es da auf der Karte gar nicht aus, ne? Da.
Wie sagt man so schön, ja, es ist ja nur ein paar Blocks entfernt. Könnten wir fast hinlaufen. Aber ja, gut. So ist es nun mal. Das Taxi gilt als Schnellreisefunktion. Was heißt, naja, so schnell ist es auch wieder nicht. Man muss erst zu dem Ding hinlaufen wieder und einloggen. Ne? Ich spreche damit schon wieder das Thema an, dass dem Spiel halt auch Tipping sehr gut getan hätte. Dass wenn man Doppelklick macht, dass man dann zum Beispiel irgendwo hingeteamt wird sozusagen gleich sofort, ohne da ewig lang zu laufen. Ich meine, dass der Charakter rennen kann, ist schon mal ein Fortschritt natürlich, ne? Da dauert es dann nicht ganz so lang. So. Ja, dass hier auch nie jemand drin ist hier, ne? Außer den zwei Typen. Weil von den anderen Gaunern haben wir ja auch nichts mehr gehört, ne? So, kann ich das dem Kleinen in die Hand drücken? Mal schauen, ob das funktioniert. Hier, wie wär's da mit dem Tausch gegen das Kabel? Hm? Hat mich kaum Lauferei gekostet, das Ding zu beschaffen. Ja. War of the Worlds? Hey, das ist cool. Das ist eines meiner Lieblingshörspiele. Ich dachte es mir. Danke, Mann. Du bist ja richtig großzügig. Du meinst, ich bin ein Idiot. Okay, dann viel Spaß mit dem neuen Hightech-Kabelmann. Naja, jetzt hätte ich mir erwartet. Ja, gut, er hat das Ding halt schon, aber er nimmt es trotzdem mal so. Jetzt hat er uns ja richtig früher ausgelacht, ja, nur weil man halt so ein uraltes Kabel braucht, aber ja gut. So. Ja, da hätte er das Kabel wirklich auch schenken können, ne? Naja, aber es ist halt alt und antik und es gibt immer so viele und dann ist es natürlich teuer, aber ja. Wenn auch doof, dass, naja, dass wir halt aus dem Laden kein Kabel bekommen haben. Dass der das jetzt schon beim Rekorder dabei hat. So, und jetzt nachher passt es einfach nicht. Jetzt haben wir, ich will raus. Ich will raus hier, ich will doch nur raus. Danke, lass mich raus. So. Okay. Da meine Maus, da ist er wieder. Jawohl. Und weiter geht's. Hallo, weiter geht's. Weiter geht's, habe ich gesagt. Immer mal schön weitergehen. Immer schön weitergehen. So. Da. Satellitencar. Das ist ein Auktionsoutlet da hinten. Restaurant, Vesta, irgendwas. Keine Ahnung. So, Brooklyn. Da gibt es auch eine Brücke, eine Brooklyn Bridge. So. Dann gucken wir mal. Wieder da längs. Und wieder in unser Apartment hoch. Ich hoffe jetzt wirklich, dass es jetzt klappert. Ich hoffe wirklich, dass es jetzt klappt. Ja. Es braucht ein bisschen, bis die da ist. Ist halt kein Expressfahrstuhl. So. Weiter geht's. Und voraus. Und voraus. Ich meine, dass die kein so Gerät haben, ne? Im Abspielen von solchen Kassetten eigentlich. Müsste ja der auch Soundtrack haben. Aber ja, gut. Wenn du aber, wie gesagt, mit dem Camcorder hätte man zur Not das abspielen können. Also ich kenne das halt so. Dass die nicht nur aufnehmen können, dass sie das auch wieder wiedergeben könnten. Da sind wir da hier längs. Couchtisch. Aber gar nicht angucken, den Couchtisch. So, jetzt sollten wir mal schauen. Müssen wir jetzt erst das Kabel da irgendwie dahin machen? Nee. Was soll ich denn anschließen? Ja, natürlich den Dinger hier. Oder so rum? Nee. Ja, vielleicht erstmal dahin stellen. Genau, hol das Ding mal raus.
Das macht das automatisch. Ich habe jetzt gerade ein bisschen Kabel, das noch. Achso, der hat natürlich erstmal den Stecker eingesteckt. Ah ja, doch, das Kabel müssen wir noch selber anbringen. Telescreen. So. Das ist jetzt verbunden. Ist verbunden, oder? Aber man sieht sogar hier die Steckdose da hinten. Jetzt muss ich wahrscheinlich die Kassette einfach reinschieben, dann funktioniert das schon. So, mal schauen. Aber wir haben eine Fernbedienung, aber am Gerät kann man es eigentlich auch bedienen, ne? So, jetzt ist es hoffentlich kompatibel. Okay, erstmal Bildschirm flimmern. Schön, noch mehr flimmern. Ameisenrennen. Bin ich gespannt. Jetzt haben wir einen schwarzen Bildschirm. Toll. Ja, die Qualität. Ah ja, doch, 1 Uhr 46. 20.09.2044. Das Video hat keinen Ton auf jeden Fall. Irgendwas war da, hatte ausgesehen mit Zeppelin. 1 Uhr 46. Okay, jetzt waren aber zwei Koordinaten, Nummer 8, 2, 2, 7 und 2, 2, 3, 4. Wir haben uns ja die Koordinaten mal aufgeschrieben, müssen nur wieder einen Zettel finden. Das war's. Okay, das war's. Alles klar, wir wissen. Ein Uhr 46 und zwei Koordinatenpaare. Das heißt, wir müssen nochmal zum Observatorium und uns die speziellen Koordinatenpaare wahrscheinlich speziell angucken, ja? Gut, alles klar. Jetzt diesmal ist ja der Fernseher auch aus. Das ist ja mal ganz was Neues. Wir müssen da auch vielleicht mal eine Info einholen. Wir hatten da jetzt ja auch ein Datum, wenn es am 20. aufgenommen worden ist. Da können wir auch eine Auskunft am Flughafen abholen. Und ja, vielleicht erfahren, aber normal ist es ja Datenschutz, ne? Wann der Graham das letzte Mal geflogen ist. Wobei, wir wissen es eigentlich. Das müsste ja dann der 20. sein. Aber das können wir ja verifizieren. Ja, gut. Ansonsten auf nach Seti erstmal wieder, ne? Arecibo. Und wieder laufen, laufen, laufen. Hopp, ein bisschen schneller, bitte. Bitte, bitte, bitte. Lass die nicht so bitten. Was macht der hier? Der steht auf der Insel hier und winkt. Ist kein Polizist, aber ja. Hätte ja sein können. Aber hier gibt es eh nichts zu regen. Hier ist ja kein Verkehr, ne? Hat man wahrscheinlich aus Performancegründen weggelassen oder so. Oder ja, gut. Je nachdem. So, Zieleingabe: JFK, John F. Kennedy Airport. Wer kennt ihn nicht? Das, viele wissen nicht, was John F. Kennedy heißt, ne? Also, für was das F steht. Na gut, tatsächlich weiß ich es auch nicht genau. Ferdinand oder Frederick, keine Ahnung, wie der mit noch Zunamen heißt. Warte mal, da müssen wir die Air Lounge, um eine Auskunft zu holen. Da war nämlich damals der Schalter, weil ich gedacht habe, ja, da müssen wir uns doch jetzt mal eine Information holen können. Meine, über Luna haben wir schon geschwätzt, das geht ja nur für Lotteriegewinner. Da wird wahrscheinlich auch noch irgendwie Los besorgen müssen oder was, oder ein Gewinn, das wir gewonnen haben. Dass wir uns da einen Flug bestätigen können. Warte mal, ah nee, Quatsch, das war nicht hier. Das war ja diese Lounge hier, das ist ja, wie nennt man das?
so eine Art, ja, Trinkkneipe hier. Aufenthaltsraum oder sonst wie was. Da ist die Information. The Information. So, warte mal. Bin mir aber nicht sicher. Hier war doch, hier haben wir uns auch noch nicht großartig umgeschaut. Fenster? Ich kann durchs Fenster gucken, okay. Nee, kann ich nicht. Ist schon traurig, die Obdachlosen so zu sehen. Ach, schon wieder die Jungs. Ich bin gleich wieder für sie da. Aha, okay. Interessant. Jetzt geht ihr weg, das heißt... Jetzt geht sie dahin und macht den armen Teufel wieder die Hölle heiß. Was für eine Welt. Tja. Gut, aber da können wir wegen vielleicht einmal bei ihr rumstöbern. Ne? Mal gucken. Hallo? Ja, können wir tatsächlich. Überwachungssystem. Ah ja, warte mal, was gibt es sonst noch? Die ist auch vollkommen allein. Mal gucken, hoffentlich ist die lang genug weg. Ihr Überwachungssystem. Da können wir eigentlich jetzt mal gucken, ob man Graham irgendwie auf dem Überwachungsband sehen. So, mal schauen. Interessant. Was ist denn interessant? 20.09.44. Ne, 20.07. eigentlich. So, activate. Wo ist meine Maus? Hallo? Maus. Ich habe gerade keine Maus mehr. Was soll denn das? Hallo? Jetzt habe ich rausgeklickt. Das ist das Problem, ne? So. Da reinklicken. Ja, ich habe... Ich kann hier nichts machen, Leute. Mal sehen, ob ich das Zahlenschloss herangezoomt kriege. Ah. Na also, der Zahlencode ist 2543. Also, wir haben noch ein Zahlenschloss für die Combination. Jetzt haben wir aber gesehen, dass der Graham an dem Tag, wo er geflogen ist, zu seinem Schließfach ging. Genau, und jetzt haben wir die Kombination. Geil. Und merkwürdig war es jetzt aber schon, dass ich ja jetzt nichts machen konnte. Aber im rechten unteren Bildschirm haben wir die Lockers nämlich gesehen und das muss der Graham gewesen sein, wo der gelaufen ist. So, jetzt hat er. Ja gut, da hocken zwei Leute jetzt rum. So wirklich, dass die jetzt die weggeschickt habt, das hat jetzt aber nicht geklappt, ne? So, jetzt gucken wir nochmal, ob wir zu am Schließfach was holen können. Dass wir da hinten durchrennen. Ja, das hatte ich natürlich nicht gewusst, dass das Schließfach noch eine Kombination hat. So, locker. Bleib mal locker, auch locker. Locker. So, warte mal, Schließfach. Die Schließfächer sind doppelt gesichert. Schlüssel und Kombinationsschloss. Okay. Also, welches Schließfach haben wir es denn? Das haben wir hier. Da haben wir. 23, 6, 7. Das scheint unser gesuchtes Ding. So, die Nummer war... 2... 5... 4 und 3. Und dann haben wir noch ein Schlüsselloch. Da brauchen wir unseren Schlüssel.
Ja, und der dreht sich. Wunderbar. So, und jetzt auf. Hallo, auf. Wie kriege ich das Ding jetzt auf? Ist mir jetzt verarschen? Hallo? Spiel? Was soll das? Habe ich es jetzt kaputt gemacht? Kann ich immer in die Loggers klicken, Leute? Das ist aber blöd. Warte mal, erstmal aus dem Bild rauslaufen vielleicht. Dann wieder reinlaufen. Ja, ihr seht es gerade, dass, Oh, Menno. So, ich laufe mal komplett hier ein bisschen aus dem Bild raus. Vielleicht hilft das ja. Vielleicht mal auch nochmal da, dass wir die Lockers vielleicht gerade aus dem Bild verlieren. Ne, weiter geht er gar nicht mehr. Und da mal versuchen, ihr das Bild zu wechseln. Ich konnte irgendwie das Schließfach nicht aufmachen. Also, der Schlüssel hat sich zwar gedreht, aber ich hatte keinen Punkt, wo ich das Ding anklicken konnte. So. Ich bin jetzt hier. Mann. So, jetzt wieder hier lang. Nein, die Wegfindung des Spiels ist auch ein bisschen merkwürdig teilweise. Aber ja, gut. Wir müssen bedenken, es ist von 2008 das Spiel, ne? So, ich kann aber immer noch an die Lockers. Also. Lässt ihn hier anklicken. Gut, Plan B. Wir speichern. Und laden nochmal neu. Hat sich aber nichts getan, Leute. Ja. Oder muss ich Spiel neu starten? Oder ich muss nochmal vorherigen Spielstand laden und da ran spielen. Ich mache mal kurz eine Pause und gucke, wenn ich das Spiel neu gestartet habe, ob es dann geht. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Es hat ein bisschen gedauert, aber das habt ihr ja nicht gemerkt. Ich muss nämlich jetzt wieder die Folge komplett nachspielen. Also vom Hinterzimmer bei Cypher bis hierher. Ja, die haben hier einen ganz fiesen Bug eingebaut ins Spiel. Wenn er die Sache hier verkehrt rum macht, dann und die Nahansicht verlässt, dann kommt er nie wieder da ans Fach ran. Und man muss zuerst den Schlüssel reinstecken. Ich meine, eigentlich ist es wurscht, ne? Aber in dem Fall wollen die das so. Und jetzt müssen wir die Nummer eingeben. So, das war 2. 5. 4. Und die 3. Ja, und dann geht's auf, ja. Das muss man also wissen, ne? Aber sowas kann einem schon den Spaß am Spiel verderben. Wenn er dann auf einmal immer weiterkommt und euer Speicherstand euch dann auch nichts mehr bringt, ne? Wenn ihr dann ewig lang zurückgespeichert habt zum Beispiel, dann habt ihr ein Problem. So, hier ist nur ein Tagebüchle drin, mehr nicht in dem großen Fach. So, gut, perfekt. Mr. Oswald hat Tagebuch geführt. Ich weiß nicht recht, ob ich nun reinsehen sollte oder nicht. Hast du doch schon. Richtig wohl fühlt man sich nicht, wenn man so etwas tut. Okay. Ich würde jetzt allerdings sagen, wir gehen an einen anderen Ort hier. Hier ist es mir ein bisschen zu laut zum Vorlesen. Versuch mal an einen anderen Ort zu gehen. Wobei, es bringt euch auch nichts. Wir müssen ja sowieso nach Sedi reisen. Ja, komm, dann machen wir es folgendermaßen. Ich mache jetzt nochmal ganz kurz speichern. Speichern. Sicherheitshalber und warte mal, Einstellungen. Die Musik mal noch ein bisschen leiser drehen. Wobei ich da auch teilweise den Eindruck habe, dass das auch immer wieder lauter wird, dass das gar nicht mal richtig funktioniert, der Regler. So, gut. Okay. Und jetzt lesen wir einfach mal. Tagebuch geführt. Ja, la 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 la. Okay, Brooklyn.
Montag, 1. August 2044, 11.30 Uhr. Ja, da könnte sogar die Folge kommen. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, es ist schon August, wenn die Folge kommt. Aber ja, das passt gerade so ein bisschen. Ne? Bloß das Jahr passt noch nicht. 20 Jahre in der Zukunft. Ich hatte nicht gedacht, dass ich in meinem Leben jemals ein handschriftliches Tagebuch beginnen würde. Gar nicht so leicht, von Hand zu schreiben, wenn man es seit 30 Jahren nicht mehr getan hat. Meine letzte handschriftliche Aufzeichnung war der Weihnachtswunschzettel 2011. Ich weiß noch genau, ich schrieb eine 5-seitige Liste an Santa Claus und bekam zu meiner Enttäuschung nur einen Bruchteil der Geschenke. Naja, dafür hat er aber ganz gut geschrieben, wenn es schon so lange her ist, ne? Von Hand. Damals dachte ich, das hätte an meiner unleserlichen Schrift gelegen und war froh, dass 2012 die ausschließlich elektronische Informationserfassung zum Pflichtfach erklärt und die Handschrift als Lehrfach ganz abgeschafft wurde. Oh, das ist aber ganz schlecht, wenn man gar nicht handschriftlich was schreiben kann. Also, ich weiß ja nicht. Heute bedauere ich, dass ich so selten von Handschrift schreibe. Nicht, weil ich unökonomisches Arbeiten liebe, auch nicht, weil ich zu sentimental bin, um zu akzeptieren, dass mein Sohn seine Weihnachtswünsche in den Messenger spricht. Ich bedauere es, weil handschriftliches Schreiben inzwischen die letzte Möglichkeit ist, seine Arbeit legal und dennoch einigermaßen sicher aufzubewahren. Die Sache, an der ich momentan arbeite, lässt sich so vielversprechend an, dass sie alle Vorsicht rechtfertigt. Ich werde morgen früh beginnen, meine Recherchenstand regelmäßig hier niederzuschreiben und mir nachher auch noch ein paar Privatnotizen machen. Ich hoffe, ich kann noch alles lesen in ein paar Wochen. Brooklyn, Dienstag, 2. August 2044, 21 Uhr. Habe gerade noch mal den Folder des Ministeriums für Informationssicherheit und Bürgerrechte gelesen. Vor allem das öffentliche Memorandum zu den geplanten Kryptografiegesetzen. Dies ist der Ausschnitt, den ich mir ausgedruckt habe. Die vergangenen Wochen haben uns gezeigt, dass es drei Dinge sind, die für eine freie Informationsgesellschaft eine fundamentale Bedrohung darstellen. Das Verbot, das Monopol und das Vergessen. Das Verbot von Informationen hat Unrechtsregimen zur Macht verholfen und sie am Leben erhalten. Die Monopolisierung von Informationen hat Kriege der Wissenlosen gegen die Wissenden entfesselt. Und das Vergessen hat uns viele schreckliche Fehler der Vergangenheit wiederholen und eine Gestaltung einer freien Welt in immer wieder die gleiche scheinbar unerreichbare Ferne rücken lassen. Mit der Vorlage des Entwurfs zu den Kryptografiegesetzen wird das Ministerium für Informationssicherheit und Bürgerrechte erstmals in der Geschichte unseres Planeten umfassende und wirksame Vorkehrungen treffen, die Freiheit der elektronischen Informationen zu schützen. Aus der tiefen Überzeugung, dass diese Freiheit das Fundament einer Welt in Frieden und Wohlstand ist, unterstützen Sie uns. Setzen Sie sich ein für ein endgültiges Verbot von Verschlüsselungstechniken. Stimmen Sie am 8.11.2044 für den Gesetzentwurf. Freuen wir uns gemeinsam auf eine Welt, in der die Gedanken wirklich frei sind. Oh ne, jetzt kommt mir das Lied in meinem Kopf. Gedanken sind frei. Klug formuliert, wirklich nach der Zustimmung zu den Gesetzen sind die Gedanken also frei. Ich habe einen Ohrwurm gerade, ey, das ist schlimm. Aber Moment mal. So, jetzt geht's weiter, ich musste gerade husten. Es ist legal, Informationen aller Arten zu besitzen und ganz ohne Zensur zu verbreiten. Verboten ist es nur, sie zu verbergen. Wer etwas verschlüsselt, hat etwas zu verbergen. Und wer etwas zu verbergen hat, führt vermutlich auch etwas im Schilde. Gegen uns oder zumindest ohne uns. Man fragt sich, wer das eigentlich ist. Wir. Und wer sind die anderen?
Brooklyn, Mittwoch, der 3. August 2044 um 8 Uhr. Ich arbeite an einer Titelgeschichte für den Observer. Thema ist der Sabotageakt gegen den regionalen Verteilerknoten für die Breitband-3-Verbindung in New Jersey vom letzten Sommer. Die Täter hatten mit ihrer Aktion damals sämtliche Telescreens der Westküste für 10 Minuten lahmgelegt und mit dem darauffolgenden Ausfall der elektronischen Shopping-Malls einen Schaden von $800 Millionen verursacht. Weil auch die Order-Kanäle kurzfristig abgeschnitten waren. Von den Behörden wurde der Sabotageakt wie immer als ein Angriff auf die Meinungsfreiheit bezeichnet. Schon seit der Verfügung zur elektronischen Informationserfassung sind immer wieder solche Gruppen unterwegs. Offensichtlich Verrückte, aber es gibt kontinuierliche Aktivitäten von ihnen, inzwischen sogar in der 3. Generation. Immerhin, die Sache in New Jersey gab den Anstoß für die Freedom of Speech Kampagne, mit der die Regierung jetzt ihren neuen Sicherheitsgesetze flankiert. Scheint eine große Sache zu werden. Ich habe mir deshalb vorgenommen, mich näher mit der Aktion und ihren Folgen zu beschäftigen. Ich glaube, dass daraus eine lohnende Geschichte zu machen ist. Es scheint kaum Journalisten zu geben, die bisher etwas anderes dazu gebracht hatten, als die Wiederholung der offiziellen Pressemitteilung. Da steckt sicher noch jede Menge Story drin und diesmal will ich Erster sein. Brooklyn, Donnerstag, 4. August 2044 um 20 Uhr. Ich bin doch ziemlich überrascht. Es ist gar nicht so leicht, etwas über die Sache in Erfahrung zu bringen. Merkwürdig finde ich vor allem, dass im GlobalNet kaum Informationen zum eigentlichen Hergang auffindbar sind. Es sind nur jede Menge von Regierungsstellen angefertigtes Material zu dem Vorfall verfügbar. Das übliche langweilige Bürokratenzeug da halt, ne? Seltsam auch, dass Bekennerschreiben nirgends für die Archive faximiliert wurde, wie das sonst üblich und eigentlich auch vorgeschrieben ist. Es gibt nur eine elektronische Version, erfasst vom Ministerium für Informationssicherheit und Bürgerrechte. Sei es drum, ich habe mich dort gemeldet und um Einsicht in die Originalnachrichten gebeten. Ich warte noch auf Antwort. Brooklyn, Freitag, der 5. August 2044 um 8 Uhr. Wenig Neues in den letzten Tagen beim Ministerium, herrscht immer noch Sendepause. Okay, bis nach dem Wochenende hat es noch Zeit. Privatnotiz. Tommy hat Probleme in der Schule. Zum ersten Mal hatte er deswegen jetzt auch ein Gespräch mit seinem elektronischen Tutor. Der hat ihn gefragt, ob ich mich eventuell zu viel um meinen Job und zu wenig um meine Familie kümmern würde und ob seine Leistung deshalb so gesunken sei. Ganz schön unverschämt für so einen programmierten Schnösel. Aber wenn ich ehrlich bin, vielleicht hat er recht. Ich war in der letzten Zeit vielleicht wirklich zu viel unterwegs und Debbie geht es auch nicht so besonders. Sie sucht verzweifelt einen neuen Job. Sie ist nicht der Typ, der gerne zu Hause sitzt. Genau das tut sie nun aber schon seit 3 Monaten. Ich sollte sie mehr unterstützen. Und wir müssen mal wieder alle zusammen einen Ausflug machen, ins Virtual Palace vielleicht oder raus aufs Land. Brooklyn, Montag, der 8. August 2044 um 8 Uhr. Prima Start in den Tag. Das Ministerium lässt mich wissen, dass der Vorgang New Jersey noch immer unter Sicherheitsstufe steht und Einsicht in die Akten aus ermittlungstaktischen Gründen nicht möglich ist. Es lebe die Informationsfreiheit. Aber gut, es wird auch auf anderen Wegen etwas auszugraben sein. Ich habe mich entschlossen, mich einmal ein bisschen in der Luditen-Szene umzuhören, die in letzter Zeit so viel von sich reden macht. In Greenwich Village soll es eine kleine Zelle von diesen Verrückten
geben. Als eingefleischte Technologiefeinde könnten die vielleicht etwas zu New Jersey wissen. Sie könnten auch etwas damit zu tun haben. Auf jeden Fall werden sie aber eine Meinung dazu haben. Wie könnten solche Leute zu erreichen sein? Per Flaschenpost? Privatnotiz. Das Wochenende war ganz nett. Ich sollte dringend lernen, besser abzuschalten. Die beiden merken genau, wenn ich im Geiste noch vorm Screen sitze. Brooklyn, Mittwoch, der 10. August 2044 um 20.15 Uhr. Primetime! Verdammt, ich muss schneller vorankommen. Editor in Chief Theo nervt mich schon seit Tagen mit Nachfragen zu meinen Fortschritten bei meiner Geschichte. Ihm geht meine Geheimniskrämerei auf die Nerven, sagt er. Und Larry, dieser Kateur, lauert schon wieder darauf, mir die Idee zu meiner Geschichte zu klauen. Nun ja, beide werden bekommen, was sie verdienen. Theo eine Exklusivstory und Larry einen Tritt in den Hintern. Noch bevor ich meinen Pulitzerpreis entgegennehme. Ich verstehe Theo ja irgendwie. Niemand weiß genau, woran ich arbeite und ich kann niemanden einbeziehen, weil ich noch nicht weiß, wie lohnt die Sache wirklich ist. Privatnotiz. Um Tommy mache ich mir langsam ernsthafte Sorgen. Sein Tutor macht ihm eine Menge Schwierigkeiten immer noch. Was ist los mit dem Jungen? Er hatte doch immer glänzende Zensuren. Ich muss mal mit Debbie darüber sprechen. Brooklyn, Freitag, der 12. August 2044, 14 Uhr. War das ein Vormittag? Theo hat mir die Hölle heiß gemacht wegen der Deadline für meinen Artikel und wegen meiner Abschlagsforderung. Aber schließlich hat er dann doch einen weiteren Vorschuss herausgerückt. Den kann ich übrigens auch brauchen. Ich habe es nämlich tatsächlich geschafft, einen von diesen Luditen aufzutreiben. Wer hätte gedacht, dass man die Feinde moderner Technologien im Global Net finden würde. Kurios. Ich habe jetzt eine Kontaktadresse in Greenwich ausfindig gemacht und mit einem gewissen Delbridge gesprochen. Über seinen illegalen Messenger, natürlich ist das strafbar, aber ich hoffe mal, dass alles gut gegangen ist. Delbridge ist eine eher unbedeutende Figur in der Luditen-Szene, so schätze ich ihn jedenfalls ein. Er macht sich ziemlich wichtig, er hat durchblicken lassen, dass es für ein persönliches Gespräch mit ihm gewisse Bedingungen gebe, weil seine Bewegung, so nennen sich diese S-Mann-Revolutionstruppen, ja immer, ziemlich knapp bei Kasse sei. Soll heißen, er will Geld. Ich treffe mich mit ihm heute Nachmittag. Wir haben uns auf seinem Vorschlag hin ganz konspirativ in einer der stillgelegten U-Bahn-Stationen oben in Greenwich verabredet. Dort ist es ganz ungefährlich, weil es wimmelt von Obdachlosen und Kriminellen. Ist nicht ganz so ungefährlich. Ne? Ja, es wimmelt von Obdachlosen und Kriminellen und man ist nie sicher vor Polizeirazzien. Ich werde auf jeden Fall meinen Defender Spray mitnehmen, man weiß ja nie. Greenwich, Old Greenwich Café. Sonntag, der 14. August 2044, 18.45 Uhr. Komme soeben zurück vom Treffen mit Delbridge. Schnell alles aufschreiben, bevor ich es wieder vergesse. Oder es noch mehr durcheinander bringe, als es ohnehin schon ist. Vermutlich habe ich mir eben die größte Verschwörungstheorie aller Zeiten aufbinden lassen. Wenn nur 1% von dem, was Delbridge mir erzählt hat, wirklich wahr wäre, könnte ich auf dem Regal schon mal Platz machen für den Pulitzerpreis. Für die Pulitzerpreise der nächsten 10 Jahre. Der Sabotageakt in New Jersey ist nach Delbridge's Meinung von einem Mann namens Emerson ausgeführt worden.
Emerson war Programmierer der Regierung, Chef eines geheimen KI-Projektes, bis er sich auf die Seite der Technologiegegner gestellt hat und untergetaucht ist. Jetzt ist er offenbar die heimliche Leitfigur der Luditenbewegung. Glaubt man Delbridge, dann geht es Emerson keineswegs um die Zerstörung der freien Kommunikation. Er behauptet, wir alle würden ständig und überall lückenlos abgehört und überwacht. Von wem? Na, von der Regierung natürlich. Es ist absurd. Fragte Delbridge, was denn seiner Meinung nach mit all den gesammelten Informationen geschehe. Wen der gesammelte Smalltalk, den die Leute in ihr Messenger brabbeln, so dringend interessieren könnte. Ach so, jetzt habe ich verstanden. Es hat zwar ein bisschen lang. Das wusste er auch nicht, natürlich nicht. Er meinte aber, dass immer wieder Menschen ohne Spur verschwinden. Vor allem Personen, die sich als Wissenschaftler oder Journalisten mit Recherchen über Abhörmethoden herausgefunden hatten. Na, wenn das stimmen würde, wäre ich jetzt mit Sicherheit schon in großen Schwierigkeiten, oder? Ich fürchte, ich habe einen Irren meinen Vorschuss gegeben. Und ich bin so klug wie vorher, ich Idiot. Brooklyn, Montag, 15. August 2044. Das ist eine 8 oder eine 9? Na, sagen wir mal 48 oder so. Oder 41? Ach, ist wurscht. Habe heute noch mal länger über das Gespräch mit Delbridge nachgebracht und mich wirklich nach Kräften bemüht, seine ganze Geschichte weiterhin für den ausgemachten Unsinn zu halten, der sie vermutlich ist. Aber es gibt da eine Sache, die mir nicht aus dem Kopf geht. Dieser Emerson, ich meine mich daran zu erinnern, woran er gearbeitet hat, bevor er Ludit wurde. Ich glaube, das Projekt hieß Echelon 2 oder so ähnlich. Ich werde mal danach in den Archivdateien suchen. Brooklyn, 15. August 2044, 15.50 Uhr. Okay, ich habe jetzt nachgesehen. Ich muss mich geirrt haben. Zum Thema Echelon 2 ist schlicht und ergreifend nichts in den Archiven des Global Netz zu finden. Gar nicht. Vielleicht täuschen mich meine Erinnerungen oder es handelt sich um einen dieser Trivialmythen, die immer mal entstehen und dann als Wahrheiten weitererzählt werden. Privatnotiz. Übrigens habe ich gestern eine sehr nette Person kennengelernt über das Global Network, eine Frau Mary aus Cleveland. Sie hat sich eine sehr nette Avatarstimme ausgesucht. Und die Gespräche mit ihr sind sehr anregend. Morgen treffe ich sie wieder. Vielleicht sollte ich die New Jersey Story ein paar Tage Ruhe lassen und mich ein bisschen entspannen. Und dann entscheiden, ob ich diesen Delbridge überhaupt noch einmal wieder treffe oder Theo den Vorschuss zurückzahle und die ganze Sache bleiben lasse. Brooklyn, Freitag, der... Ist das jetzt eine 8 oder eine 9? Moment, lass mich mal kurz... gucken. Ich sag mal, es ist eine 8, 18. August 2044, 23 Uhr, Privatnotiz. Deborah ist für das Wochenende mit Tom zu ihrer Mutter nach Washington gefahren. Sie sagt, hier in der Stadt falle ihr die Decke auf den Kopf, wenn sie nichts zu tun habe. Und sie könne es nicht ertragen, ständig am Computer sitzen zu sehen. Ich kann sie nicht verdenken. Ich habe ihr von der Geschichte, an der ich arbeite, noch kein Wort erzählt. Warum? Nun, ich befürchte, sie würde es nicht allzu lange für sich behalten können und sie und Judy erstmal den 5. Crush Lemon Intus haben. Dann erzählen sich die beiden schlichtweg alles. Dafür ist mir die Sache aber zu wichtig. Und außerdem haben wir im Moment ohnehin ein paar, nun sagen wir, Verständigungsprobleme. Der wird sich schon wieder einrenken, wenn sie einen Job hat.
Brooklyn, Sonntag, der 21. August 2044, 10 Uhr, Privatnotiz. Ich habe von Samstag auf Sonntag 7 Stunden mit Harry gesprochen, mit Mary. Ganz schön aufregend, sie ist wirklich nett und verdammt klug und verdammt charmant. Und überhaupt, allerdings ist sie auch ein bisschen aufdringlich. Sie fragt viel. Nach meiner Arbeit, nach meiner neuesten Story, nach allem. Ich habe durchblicken lassen, dass mir manches etwas direkt ist. Zu direkt. Sie hat sich sofort entschuldigt. Ich möchte nämlich gern, dass wir in Kontakt bleiben. Wenn ich ehrlich bin, das will ich auch. Brooklyn, Donnerstag, 25. August 2044 um 17 Uhr, würde ich jetzt mal sagen. Ich konnte nicht anders. Ich habe mich gestern nochmal mit Delbridge getroffen, um es vorwegzunehmen. Viel klarer sehe ich immer noch nicht. Im Gegenteil, die Sache wird immer mysteriöser. Seine Geschichte klingt zwar fantastisch, aber er hat im Tausch gegen meinen letzten Vorschuss übrigens auch ein paar sehr konkrete Fakten bieten, wenn es denn Fakten sind. Er meint zum Beispiel, dass das SETI-Institut zwar eine Forschungseinrichtung sei, von der Regierung aber zusätzlich als Abhörstation missbraucht werde. Die Parabolspiegel der Anlage seien auf geostationäre Kommunikationssatelliten gerichtet, was sich anhand der Ausrichtungsdaten belegen lässt. Ich habe ihnen natürlich kein Wort geglaubt. Da schlug er mir vor, doch selbst hinzufahren und mich zu überzeugen. Als ich ging, hatte ich noch vor, die ganze Story endgültig fallen zu lassen, bevor ich genauso verrückt werde wie er. Aber jetzt, wo ich hier sitze, besser ich schlafe erst nochmal drüber. Punkt. So, Ende. Punkt, ja. Brooklyn, Freitag, der 26. August 2044 um 4 Uhr. 4 Uhr früh, die ganze Nacht kein Auge zugemacht, gegrübelt bis jetzt ergebnislos. Kann man sich eine Geschichte, wie Delbridge sie erzählt, einfach ausdenken? Einerseits, klar, kann man. In Psychiatrien trifft man schließlich Leute, die sehr plausibel machen können, sie seien Jesus Christus oder Benjamin Franklin. Andererseits, ich habe das unbestimmte Gefühl, dass an der Sache etwas dran sein könnte. Ich denke, ich werde zum SETI-Institut fahren und alles nachprüfen. Dann habe ich Gewissheit oder so. PS, Delbridge hat mir noch ein paar andere verrückte Dinge geraten, nur für den Fall, dass ich die Reise wirklich machen will. Ich soll mir eine alte analoge Videokamera kaufen bei dem Antiquitätenhändler in Greenwich. Ich soll nur damit oder mit diesem Tagebuch meine Recherchen festhalten. Warum? Analoge Videokameras, meint er, können nicht von einer Remote-Stelle ausgelesen werden. Was bei den heutigen digitalen Transmitter-Cams, die gar keinen Speicher mehr haben, natürlich mühelos möglich sei. Klingt schon seltsam, aber irgendwie auch plausibel. Und wenn ich überhaupt so verrückt bin, Delbridge irgendwas zu glauben, dann sollte ich besser alles glauben. Sonst könnte es eventuell gefährlich werden. Airline 4671, Arecibo, John F. Kennedy, Mittwoch, 31. August 2044, 18 oder 19 Uhr 15, ich weiß es jetzt nicht, die Zahl kann man so schlecht immer lesen. Ich war da, sitze jetzt im Flugzeug, Kopf wie leergefegt, kein klarer Gedanke möglich. Ich war im Rechnerbereich des SETI, habe mich auch im Observatorium umgesehen, das kann alles kein Zufall sein. Ich habe alles auf Band, später mehr. John F. Kennedy Airport, Launch. Donnerstag, der 1. September 2044, 1 Uhr. Beginne die Welt in anderem Licht zu sehen. Was hat sich getan in den letzten 30 Jahren? Warum habe ich nichts über das Echelon 2 im Global Network finden können? Was ist aus dem Projekt geworden? Warum hat Emerson es verlassen? Warum sind alle Aufzeichnungen dazu gelöscht?
Mit der Einführung der elektronischen Erfassungspflicht für Informationen 2012 ist der gesamte weltweite Datenbestand digitalisiert worden. Und zwar vom Ministerium. Aber, wer hat es überwacht? Oder, wer hat überwacht, was erfasst wurde und was nicht? Ja, ne? Die Messenger-Pflicht von 2018 oder 19, ich weiß es jetzt nicht. Ich kann es wirklich nicht entziffern. Die Kryptographiegesetze von 2021, die Verlegung des öffentlichen Nahverkehrs auf oberirdische Trassen, die Gesetzesänderung zur Identifikation im ZK-Verkehr, die Regierungsverfügung zum Zusammenschluss von Broadband Corp mit SatWorld United zu den Communication Services, das angebliche orbitale 3D-Scanning-Programm zur Neuberechnung der Erdtopographie und. Fügt sich alles zu einem absurden Ganzen? Wahn und Wahrheit, wo ist der Unterschied? Brauche was zu trinken. Wie weit geht denn das noch, Leute? Brooklyn, Donnerstag, 1. September 2044 um 6 Uhr. Es geht mir wieder etwas besser. Bin zu Hause, habe erstmal geschlafen und dann versucht, das alles zu verstehen. Ich muss diesem Delbridge wieder treffen. Ich muss wissen, was das zu bedeuten hat. Was kann man tun? Und was man tun kann, wenn man etwas tun kann. PS, und Tommy und Debbie, verdammt. Ich sehe die beiden kaum noch. Sie sind von Großmutter zurückgekehrt, ohne dass ich es recht bemerkt hatte. Wir leben unter einem Dach, wie immer, aber die Stimmung ist nicht besonders. Ich habe dem Junge etwas mitgebracht von Seti. Eine Actionpuppe und ein Foto, das ich gemacht habe von mir. Ich werde das alles wieder in Ordnung bringen, ich verspreche es. PPS, verdammt. Ich habe im See die offenbar meine Tasche vergessen. Ich muss sie unbedingt abholen, bevor jemand anderes sie findet. Aber erst das Treffen mit Delbridge. Ja, ich habe ja gesagt, die ist von See, die Puppe. Oh Gott, Leute. Schlauch. Jetzt machen wir es so. Wir sind schon über 50 Minuten. Das hat bestimmt schon jeder abgeschaltet, den es nicht interessiert. Wir lesen den Rest auch noch, aber nicht mehr heute. Ich weiß nämlich nicht. Vielleicht wird es jetzt gleich nach der Seite rum sein. Es könnte so sein, ne? Aber ja, ich sage wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Mehr also beim nächsten Mal. Euer Lego. Bye, bye.